Hallo und herzlich willkommen. 2 Jahre ist es, in einer Stunde ist es 2 Jahre genau her, dass wir die erste Folge gemacht haben. Ja, ich sollte, glaube ich, erstmal Hallo sagen. Moin, Pascal ist auch natürlich noch da. Hallo. Du hast ja schon Emergency gestartet. Damit fangen wir nicht auch an. Wir wollten eine Stimmt, das Runde wäre, damit wollten wir Emergency anfangen. Wuppertal spielen. Ich wollte doch vor dem Livestream mal kurz testen, aber ich bin dazu jetzt gar nicht gekommen. Ach so, ich habe dir gestern geschrieben, probier das vorher nochmal aus, weil es da auch ein Ich Update habe es vor einer gab. Stunde gelesen und wollte es auch machen. So, übrigens, die Satisfactory-Folge vom Freitag hat endlich ihr richtiges Thumbnail bekommen. Wobei man sagen muss, das war aber auch mal wirklich meine Schuld, weil ich habe Pascal Ja. nicht das Thumbnail geschickt und Richtig. damit. Nun Richtig. ja, Nee, konnte das er Problem sonst auch war, nicht machen. letzte Woche wurde mein Zimmer neu gemacht. Das heißt, ich konnte nicht aufnehmen, weil mein gesamtes PC-Setup in Kisten zusammengepackt war. Das heißt, alles, was letzte Woche kam, war halt vorproduziert. Und somit musste, und Tobi sollte mir halt eben von den Folgen, die aufgenommen, wie Satisfactory, da bin ich ja nicht dabei, sollte er mir halt eben die Bilder schicken. Aber Satisfactory-Bilder hat er mir nicht geschickt, deswegen konnte ich ihm auch keinen Thumbnail machen. Weil die Thumbnails hier auf dem Kanal mache ja alle ich. Deswegen. Ja, und dann durfte sich Tobi den Das. provisorisches Thumbnail selber basteln. Aber da muss ich mir Paint loben, also. Ja, da hat er seine besten Paint-Künste ausgepackt. Das Ding ist, ich hab das erste Mal das gemacht, dann wollte ich das Logo einfügen und hab allerdings das andere nicht gespeichert und hab da einfach nur das Logo in Paint geöffnet. Dann war das, was ich vorher schon alles gemacht hatte, war wieder weg. Das heißt, ich habe es normal Sehr gemacht, gut. habe aus Versehen Hashtag 11 draufgeschrieben, Oh. habe dann GIMP geöffnet, die L1 wegradiert und dann auf Pixel geschaut, wie groß muss ich die 2 dahinter machen, damit das passt. Das ist ein Chaos, ey. Also wie gesagt, wir wollten zuerst mal eine Runde Wuppertal spielen. Einfach weil es halt ein Kultprojekt ist, so mit. Außerdem spielen wir noch eine Runde Factorio. Da kommt auch noch ein. Unser Mitspieler, der Raphael, kommt da auch noch mit dabei. Dazu. Bäh. Ich kann nicht mehr reden. Es ist Sonntag, es ist 15:06 Uhr. Und ich. Ach, schlimm ist das. Wie soll das morgen in der Hast eine Schule Woche werden? Ferien, ne? Genau. Und das machen wir dann halt hier, was immer so eine Stunde lang ungefähr. Und dann. Also von 16 bis 17 dann nochmal Factorio. Und dann von 17 bis 18 wollten wir nochmal die eine MudRunner-Map dort durchspielen. So, ich hab's gleich bei mir. Ich, ey, ah. Bäh. Wenn ich das Bäh. Bildbearbeitungsprogramm mal ordentlich hier bearbeiten lassen würde. Also, ich weiß nicht, wenn du Discord-Stream aufmachst, dann kann ich es auch den Zuschauern zeigen, was du machst. Ja, ich tue gerade das Thumbnail neu machen. Das merke ich wohl. Ah, Moment. Bin gerade am Verzweifeln, ganz Och, dezent. Pascal. Wollen wir nicht erstmal losspielen? Es ist schon 15:11 Uhr. Ja, ich mache Was? das Thumbnail Das später. Thumbnail, das sieht doch gerade eh keiner. Ja, das ist jetzt echt. Ja, okay. Es wäre eh nur gewesen, dass ich das Live von Rot in Weiß geändert hätte. Nochmal. So, hast du schon Multiplayer Die Lobby ist gestartet? schon seit einer Viertelstunde da. Die wartet nur auf dich. Sehr gut. Jetzt haben wir schon fast eine Viertelstunde gelabert, ne? Ja, puh, woran lag das? Katastrophe. Woran lag Ja. das? Sollen wir auf jeden Fall nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Ja. Kam gerade eben auf dem Lüdenscheid. Ne, es ist schon ein bisschen länger her. Eine Stunde schon her. Auf dem Lüdenscheid-Server. Noch 5 Tage bis zum Release von Emergency Lüdenscheid. Haha, in die Fresse. Der Randalierer hat glücklicherweise gar einfach gar nichts gemacht. Das finde ich aber Ja, gut. da war niemand um die Ecke. Herzinfarkt nehme ich. Jo. Versorgt Der werden. Herzinfarktpatient, der liegt auch schon da. Achso, stimmt, da war ja was. Du wolltest hier Rettungsdienst machen, also wenn du es nicht auf die Kette bekommst. Oh, gut, der Rettungswagen ist schon mal nach Hause fahren, der wird nicht mehr benötigt beim Herzinfarkt. Och, Pascal, ernsthaft? Ja, ich wollte behandeln lassen vom Motor, da stand nur ein RIP-Logo. Eieieiei. Da ist der erste verstorben heute. Und wessen Schuld war das? Die des Rettungsdienstes. Eventuell bringt deine Polizeiwache.
Eventuell. Oh, meine Polizeiwache brennt. Passiert. Der VU macht sich jetzt auch noch von alleine, vorausgesetzt, die sind kompetent genug, die Transporter. Ja, dann kann ich mal zuschauen, wie die Polizeiwache abbrennt. Oh, ich bin begeistert. Die Abschrepper arbeiten alle drei von alleine. Die kriegen es hin, eigenständig die Autos aufzunehmen, ohne dass ich die noch irgendwie dirigieren muss. Vier Brände haben wir jetzt schon. Naja. Ah, jetzt brennen hier vier Gebäude. Es brennen noch weitere Teile der Polizeiwache. Angefackelt würde ich das mal eher nennen, also. Richtig. Okay, ja, es brennt schon so richtig. Kommt er da drüben ran? Wahrscheinlich nicht, aber man kann es ja mal probieren. Also jetzt haben alle vier Gebäudeteile der Polizei haben Feuer gefangen. Das heißt, ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile wurde erfolglos verhindert. Noch ein Krankentransport. Yay. Ach, ernsthaft. Hey, aber eine Krankenförderung ist schon abgeschlossen. Ja, toll. Oh, ja. Big. Größer. F-Gebäude wurde alarmiert. Ich habe da an die Seite, wo die Bäume sind, einmal F-Gebäude alarmiert. Die Seite, wo die Bäume sind. Achso, da. Ja, okay. Wenn du willst, kannst du noch auf die andere Seite was alarmieren. Hab ich. Viel Spaß mit den Bäumen. Danke. Ich werde meinen Spaß haben. Mit denen. Pascal, Spaß mit Bäumen. Ja. Oh, es sind doch erst 17 Brände. Jo, entspannt. Und was erst was ankommt, ist der Rettungswagen. So, ich habe jetzt 9 Leute im Angriff. Jo, okay, ich glaube, das reicht dann auch. Lassen wir das mal mit dem Kühlen hier. Und eine DLK zum Kühlen des Gebäudes, das habe ich auch noch. Ich würde sagen, deine Feuerwehr könnt ihr jetzt abziehen. Ja, finde ich gut. Alles klar. Es sind nur noch 2 Brände, ein Brand. Was geht's? Auf den jetzt alle 9 gleichzeitig drauf gehen, auf den einen Brand. Ja, sehr gut. Der arme Brand. Oh Gott, wo ist das denn? So, jetzt mein gesamter Löschzug, alle kriegen gleichzeitig den Befehl, zusammenpacken, nach Hause fahren. Und da wuseln sie hier alle rum. Überall rennen sie lang, rollen Schläuche zusammen. Das ist immer schön anzusehen, das Gewusel da. Wenn du überlegst, wenn du das alles alleine machen müsstest, manuell, immer. Emergency Pump has crashed and must be terminated. Please support the development team by sending a crash report. Well done, Tobis PC. Ich meine, warum sollte man... Okay, ist bei mir Emergency abgestürzt, aber wortlos. Es ist bei mir gerade wortlos einfach nur abgestürzt. Also ja, Puppenteil ist nicht fehlerfrei. Ah, guck mal, da können wir direkt weitermachen. Willst du dich um die Person kümmern? Na, nee, ich mach mal Personenrettung. Personen 21. Oh lol, das sind echt viele. Und davon sind 7 verletzt. Ach du Scheiße. Okay, dann pass auf, wir drehen doch um. Wir machen Mann. Also ich würde sagen, wir machen jetzt nicht 2 neuen Einsätze, nur noch den Raubüberfall und den Gebäudebrand fertig. Gut, dann, wir haben also die 1 hier auch fertig, Tobi, würde ich sagen. Ja. Willst du auf Beenden drücken? Gibt es noch welche Aufgaben? Ich meine, an sich müssten wir halt mal das Nest auslöschen. Aber ich bin immer nur der planlose Typ, der und, Kupfer. Das macht, was andere Leute ihm sagen. Kupfer. Wenn ihr mal dich so anschaut hier, wir haben halt nur diese eine Kupferquelle und da kommt nicht viel Kupferplatten an und das hält halt alles auf. Das habe ich sogar auf der Karte markiert das letzte Mal wahrscheinlich, als ich auf der Map war. Kupferquelle bauen. Okay, mache ich. Wir brauchen Kupfer. Das steht als mal große Markierung da.
Ich würde dann Da haben wir gehe ich allerdings zum auch noch das. Kupferdingens und da komme ich an dem Kohle-Dingens vorbei und das kann man dann einfach als nächstes benutzen, das Ne, Kohle-Dingens, wenn unser stimmt, Akku ist irgendwann. da legst du das, die Schiene vielleicht einfach östlich vorbei, also rechts dran vorbei. Und dann Ja. kommt die auf der linken Seite vom Kupfer wieder, geht die ja weiter. Da musst du vielleicht einen Bogen machen oder so. Und außerdem müssen wir uns um die Nester daneben ankümmern. Und Stein ist Aber. direkt daneben auch nochmal. Und genau, die Nester sollten wir erstmal auslöschen, die daneben sind. Und Stein hätten wir da auch nochmal. Falls unsere 3 Millionen Steine aktuell nicht reichen. Warte mal, dann mache ich gleich mal hier eine Markierung noch hin. Will dann mal jemand erstmal mit mir mitkommen, das Nest auslöschen, weil das ist jetzt die Nester. Das ist ja, ach du Scheiße, das ist ja ganz schön viel da unten, ne? Ja, aber sowas von. Ich glaube, wenn wir da Kupfer fördern, ich glaube, dann kommen die von da unten alle angerannt. Das heißt, ihr beide habt da erstmal schön was mit Nestern zu tun, dann kann ich währenddessen schon mal anfangen mit bauen. Yay. Hier ist. Ach Leute, das ist ein Radar. Und das ist mit Geschützen und mit der Mauer hier gesichert um das Gleis herum. Die haben mein Auto kaputt gemacht, die Schweine. Deshalb fährt man Panzer. Es steht doch ein Medium-Tank einfach in der Gegend rum. Das ist wahrscheinlich meiner oder Tobis, einer von Der beiden. steht hier an Der ist diesem von der eigenen Mauer Fahrbahn. noch da. Der hat Laserverteidigung, deshalb habe ich den da abgestellt mit. Damit Wieso beschützt er benutzt du einfach ihn mit. nicht? Ah! Hier ist ein Viech bei mir. Hier ist ein Viech, das greift unser Radar an. Das andere Radar, was Ja, nicht dann eingemauert schieß ist. es. Du hast Ich doch hab eine bestimmte Waffen! Waffe dabei. Hab Da ich bist du Waffen? aber selber schon. Ah doch, ich hab Waffen. Aber wie bedient man die? Leertaste ist einfach das nächste Ziel. Oh Gott, oh Aber wie, ich Gott. muss das mal auswählen. Junge, du spielst Wie wähle Factorio. ich die aus? Oder Leert, habe ich die nee, automatisch? mit Tab kannst du die verschiedenen Waffen machen. Unten links hast du so kleine Symbole. Die grün ausgewählte, Ja, das ist die, ja, die du aktuell hast. Raphael, lass mich mal mitfahren. ich halte gerade an. Ich hatte vor, dich mitzunehmen. Wo wollen wir denn hin? Der Panzer hat aber nicht viel Energie. Leertaste funktioniert Ja nicht. gut, Ah! der läuft doch auf Solar. Oh Gott, was ist das denn? Tiere! Hilfe! Der rennt hinterher! Ja, Du darfst fahr gar nicht mal die zu Tiere Pascal schießen. vorbei. Ja, Der rennt außer mir Reichweite. hinterher! Und Leertaste geht nicht mit Schießen! Hilfe! Raffi, fahr zu Pascal hoch. Ich bin auf dem Weg zu Pascal. Ich laufe einfach im Kreis! Jo, das Irgendwie! ist ein. Das kannst du Das boxen. ist ein einzelnes Tier! Ja! Aber ich kann mich nicht verteidigen! Und das Radar ist kaputt. Ist Und den traurig, Zug hat er, ey. glaube ich, auch angegriffen, der hinter mir jetzt schon wartet, weil ich alles versperre. Das ist so traurig, weißt du, Raphael? Ich hab noch nie in dem Spiel gekämpft. Man merkt's. Das. Wie sieht eigentlich meine Rüstung aktuell aus? Zwei Energieschilde, zwei persönliche Hangars, ein Exoskelett, zwei persönliche Akku 2. Ach stimmt, Pascal hatten wir immer nur das Zeug gegeben, was wir nicht mehr brauchten, ne? Ja, ich bin chronisch unterfinanziert. Wie die Deutsche Bahn. Richtig. Naja, aber ich sag mal, du warst jetzt auch nicht derjenige, der es am meisten gebraucht hat, ne? Das ist korrekt. Und ihr seht ja, wie gut ich mit dem Zeug, was ich habe, umgehen kann. Irgendwie ist dieser See sehr grün. Ja, der ist grün. Bisschen algig. Grüne Energie. Wasser aus diesem See ist grüne Energie. Ey, wir pumpen. Wir pumpen das Wasser für das Atomkraftwerk aus diesem See. Das heißt, die Atomkraft ist grün. Ist Es sie ist auch grüne so? Wir Energie. benutzen grün leuchtendes Uran. Wir benutzen grün leuchtendes Uran mit grünem Wasser. Und Das grünes heißt, Wasser. es ist grün hergestellter Strom, definitiv. Also, ich weiß nicht, wie man das anders bezeichnen könnte. Okay, Zug fährt. Ich hoffe, du hast alle Signale ordentlich gesetzt. Zuginfrastruktur ist da. Sehr gut. Wird nur nicht so schnell zurückkommen, weil an der Kupferinfrastruktur noch nichts da ist. Weil jetzt erstmal Strom legen muss. Sehr gut. Beziehungsweise. Ah, der stellt sich erstmal hinten an, weil nämlich mein persönlicher Zug da noch steht. Natürlich. Immer diese reichen Leute und ihre Privatzüge. Ja, der Steinzug kommt ja auch nicht hin. Sonst fahre ich einfach hier unten auf den Strecken, als ich nach unten schon weitergebaut habe. Provisorisch. Vor allem da erstmal drauf.
Ich kann aber noch von da dann wieder runter rangieren. Stimmt. Wir sind ja Menschen, wir können rückwärts fahren. Das ist das einzige Kennzeichen, ne, Merkmal von Menschen, können rückwärts fahren. Also ich weiß nicht, wen ich auf meiner Tour noch besuchen soll, aber bisher war es immer nur ein voller Erfolg. Also ich wurde immer mit viel Geschrei und Getöse empfangen. Ist das gut? So, okay. Hätten wir die ganzen Nester? Da wären die nächsten. Wumm. Ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich bisher nichts Produktives gemacht. Ey, ich geh mal auf meiner Tour Pascal besuchen. Mal gucken, wie der das da, wie weit der so ist. Jetzt kommt der Chef vorbei. 31%, 20%. Sonst baue ich mir einen Flammentank und brenne einfach alles nieder. Der Zug wird angefangen zu beladen. Also wird beladen. Jetzt dauert nur einen Moment. Yay, meine Geschwister prügeln sich wieder im Hintergrund. Wundervoll. Und was sagen Sie? Keine Ahnung, ich höre denen doch nicht. Nein, das war zu Tobi, weil Tobi ist gerade bei mir. Und begutachtet, was ich hier fabriziert habe. Pascals Rüstung ist ja auch schon ein bisschen veraltet. Baut euch wieder die Hälfte ab. Oh. Gut, die dann sind wir soweit durch für heute mit dem Spiel. Jo. Warum? Weiß ich nicht. Bin gerade mit extrem niedriger Geschwindigkeit gegen den Holzpfosten gefahren und dadurch 460 Schaden bekommen. Sehr gut. So, jetzt mach ich wieder Pop vor dem Auspuff, der jetzt aber nach oben geht. Das heißt, nach oben hin speichert's Feuer aus mir raus. Ich bin ein Drache. Ich glaube, dass ihr hier, dass die als Testmap gefahren sind, aber ich bin hier die ganze Zeit nicht zurechtgekommen mit den Flüssen. Was für Flüsse? Ich bin bisher über keinen einzigen. Aber mit dem LKW geht's eigentlich ganz gut. Da einfach so durch die Flüsse durch. Einmal flatsch rein und wieder raus. Ich bin total Schaden. Das kam jetzt überraschend. Was hast du gemacht? Bin vorsichtig gegen den Baum gefahren und hab dabei dann vollen Schaden vorsichtig bekommen, weil ich hatte ja schon 400 irgendwas Schaden. Wieso fährst du vorsichtig gegen einen Baum? Weil der Wendekreis zu groß war. Hast du ein Reparaturset eingepackt? Na gut, geht wahrscheinlich nicht mit Holz, ja. Sehe ich so aus. Da ist natürlich jetzt die Frage. Fahre ich erst zu dir? Oder lade ich vorher noch Holz an? Auf. Kann nur noch liegen bleiben, das ist nicht. Ja, okay, ich fahre zu dir. Hallo. Warte mal, da kann ich doch gleich hier Holz aufladen. Das ist ja praktisch. Ja. Da. Die Reparatursets hat's dabei. 600. Ach so, das sind einen riesigen Anhänger. Riesig ist anders. Warte auf mich. Nö. Warte mal, habe ich mir eine Route gesetzt? Nein, habe ich nicht. Ich weiß, wo lang. Ah, stimmt, das war das mit dem Fluss hier, ja. Ich erinnere mich. Da hatte ich dann irgendwann einfach aus Nerv einen Truck hingestellt, der nur dafür verantwortlich war, dich rauszuziehen. Ja, weil ich immer hier, immer hier irgendwo in der Region hängen geblieben bin, an Flüssen. Das war dann aber halt auch nicht mit diesen Trucks hier. Ey, das war auch den ganzen Kleinen am Anfang. Bitte nicht rückwärts fahren. Bitte nicht rückwärts fahren, habe ich gesagt. Sie bin ich absichtlich rückwärts gefahren. Ja, ich fand's lustig. Im dritten Gang will er hier hochfahren.
Alles Automatikschaltung. Ich überlege sich aber auch ein paar witzige Sachen, du. Ich müsste da mal Route neu machen. Runterschalten? Nö, warum denn? Und manuell schalten hätte ich auch keinen Bock drauf. Kannst du machen. Du kannst einfach kurz auf manuell umsteigen. So, linke Maustaste, dann den Fahrhebel nehmen und dann kannst du Plus und Minus machen. Oder auf Automatik wieder. Ich hab's hoch abgewürgt. Geil. Motor abgewürgt. Nein, nee. Abgewürgt nicht. Ich bin nur stehen geblieben. Aber wahrscheinlich da Motor abgewürgt. Er ist auch weitergelaufen. Er wird nur fast abgewürgt. Ja, Spiel ist aber die Verbindung beendet. Ich war wieder zu lange draußen. Da krieg nur ich jetzt Punkte. Nice. Kraftstoff bei der Werkstätten freigeschaltet, alle Trucks, alle Beobachtungspunkte, 5 Kilometer zurückgelegt, null mal gerettet, ah ja. Ja, zur Werkstatt gerettet meint halt, wenn du 100% Schaden hast, dann kannst du dich ja auch per Knopfdruck zur Garage retten lassen. Ach so, ja. Also, ein ADAC anrufen. Ein ADAC in der Mitte von Russland. Hätten wir das auch nochmal abgeschlossen? Ja. Noch 10 Minuten Verfrühung, du. Oh, unglaublich. Ganz schlecht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Sonntag, den Rest, der noch da ist. Ja. Und ja. Bis dann morgen wieder früh rausgeht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.